Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias. Und ja, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, hier gibt es immer mal wieder Reviews und Mediabook-Vorstellungen und Sammlereditionen etc. pp. Aber immer noch mal einen Schritt weiter. Wir schauen uns nämlich hier nicht nur die Verpackung an, wie die so aussieht, sondern wir gehen auch auf die Inhalte und die Qualität der Veröffentlichung ein. Also falls ihr neu seid, Abo drauf und die Glocke nicht vergessen. Aber wir schauen jetzt mal, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat. Jawohl. Die nagelneue Splend ID Godzilla Box. Im Vorfeld habe ich damit über diese Box schon mal mit irgendjemandem gesprochen aus dem Bekanntenkreis und ich hätte nicht gedacht, dass ich das klarstellen muss, aber es handelt sich hierbei um eine Box des Original-Godzillas und zwar des japanischen. Ja, was diese Box so kann und Inhaltsangabe normalerweise an dieser Stelle fällt flach, da wir hier 12 unterschiedliche Filme haben, würde das so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich glaube mal, die alten Godzilla-Filme sind doch durchaus bekannt. Und ja, was uns jetzt hier genau erwartet, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer. Die Box war lange überfällig bei mir, weil ich besitze aktuell nur einen einzigen Godzilla-Film und das auf DVD. Zwar eine Hardbox, aber naja, falls ihr dazu mal mehr sehen wollt oder auch hierzu vielleicht mal mehr sehen wollt, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr meinen Instagram-Kanal. Und da gibt es alles Mögliche hier über Filme und so weiter und so fort und mal, was ich so schaue und ein bisschen privaten Kram und so weiter und so fort. Also ja, alles Mögliche schaut auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Aber wir sind ja jetzt hier wegen der Box und da fangen wir mal an als allererstes mit der J-Card, die hier auch das FSK-Logo drauf hat. Das heißt, wir haben hier auf der Box nichts, was irgendwie ja, die Box beschädigen könnte, wenn man es abzieht. Ja, die 12 Toho-Meilensteine samt original japanischen Artworks und das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an, weil das ist nämlich wirklich richtig geil. Ansonsten Limited Vintage Special Edition, ne, und zwar serialisiert, auch das sehen wir uns gleich in Ruhe an. Ja, und drunter nichts Besonderes, guckt sowieso keiner an. Und hinten haben wir dann die wunderbare Beschreibung der Box. Und zwar haben wir hier eine Box mit 12 Filmen, und zwar aus unterschiedlichen Sagen. Das fängt an mit, jetzt gehen wir mal so ein bisschen genauer hier auf die Filmauswahl ein. Wir haben hier 2 Filme aus der Showa-Staffel, quasi den allerersten Godzilla-Film und die direkte Fortsetzung Godzilla kehrt zurück aus dem Jahre 54 und 55. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen so einen, ja, so den Einstieg ins historische Godzilla-Dasein. Leider haben wir dann an der Stelle keine weiteren Filme aus der Showa-Staffel. Ja, eine Gesamtbox von Godzilla wäre natürlich mal schön, aber wie ich bei Splendid gesehen hatte, haben die da natürlich nicht alle Rechte und ich denke mal, bei so vielen Filmen ist es echt schwer, alle Rechte dafür zu bekommen. Deswegen ist hier wahrscheinlich nur diese Auswahl an diesen weniger Filmen. Ne? Ansonsten, ja, wie gesagt, Showa-Saga mit den ganzen Frankenstein-Filmen, beziehungsweise die deutschen Titel sind ja die Frankenstein irgendwas, Frankensteins Monster, Frankenstein und das Urgeheuer aus dem Meer oder sowas. Oder Frankenstein, die Monster aus dem All etc. Da gibt es halt einige der ja, Showa-Staffel, die hier hätten reingekonnt, aber müssen wir uns mit zufrieden geben, dass wir hier bei der Heisei-Staffel weitermachen, die persönlich auch ja, so meinen Lieblings-Godzilla beinhaltet. Also ich muss sagen, von der Optik her und von der Machart sind das quasi meine Godzilla-Filme, die ich aus meiner ja, Jugend kenne und lieben gelernt habe. Leider fehlen ja die meisten aus den 80ern, sondern wir fangen hier direkt in den 90ern an und zwar mit Godzilla kehrt zurück, Godzilla gegen Mechagodzilla. Dann geht das weiter bis quasi 95, das heißt wir haben nur 3 der Heisei-Staffel und dann gehen wir quasi so richtig die Millennium-Staffel durch. Und das heißt Godzilla 2000 bis zum Shin Godzilla, den neuesten und letzten japanischen Godzilla von 2017. Ja, wir haben hier 12, nochmal aufgeschrieben, 12 Discs, Blu-ray-Disc mit über 1300 Minuten Laufzeit. Und hier oben sehen wir nochmal quasi so, was sich denn hier drin beinhaltet, falls wir diese Box irgendwo anders sehen würden. Aber das werdet ihr ja gleich persönlich noch etwas genauer sehen. Dazu hier unten nochmal so ein paar Ausschnitte aus den Godzilla-Filmen. Ja, gut. So viel, so weit, so gut, so schlecht. Kommen wir jetzt mal zu dem Highlight und das ist die Box selber. Wir haben hier den, ich glaube, aus dem Millennium oder SOS Tokyo Godzilla, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Und der ist hier quasi mit Hochglanz auf dem matten Karton. Hier auf Japanisch Gojira. Ja, ich als alter Japaner weiß natürlich Bescheid. Und ja, das sieht schon, also das gefällt mir optisch richtig, richtig, richtig gut. Hier oben auf dem Deckel quasi nichts. Das geht quasi das Design so weiter. Und auf der Seite quasi nur eine leichte Verlängerung des Covers. Und dann einfach mal hier die Godzilla Limited Vintage Edition. Die Rückseite ist auch relativ spartanisch gehalten, gefällt mir aber soweit ganz gut. Wir sehen das Filmstudio Toho, einmal auf Japanisch und einmal in ja, deutscher Schrift, beziehungsweise westlicher Schrift, nicht deutscher Schrift. Und dann sehen wir hier unten, ganz wichtig, die, ja, die Limitierung. Wir haben hier nämlich eine Limitierung von 1500 Stück und ich habe hier die Nummer 1083. Das weiß man übrigens vorher nicht, also könnte ich jetzt, wenn ihr sagt, ich möchte mir gerne mehrere bestellen, um zu gucken, welche die coolste Seriennummer rausgekommen. Das funktioniert nicht. Ja, optisch und ja, von der Haptik her eine sehr schöne Box. Aber wir wollen ja auch hier wegen den Filmen schauen. Die sind nämlich hier auf der Seite aufgelistet. Und da kommt schon mal ein erster kleiner Kritikpunkt. Die sind nicht durchnummeriert. Ich hätte mir gewünscht, wenn man hier schon so eine Reihenfolge quasi der Filme hat, dann hätte ich mir hier wenigstens so eine Nummerierung oder vielleicht, was ich auch sehr cool gefunden hätte, einfach mal die Jahreszahlen, weil dann hätte man sich quasi die Nummerierung dann selbst gemacht, wenn man hier quasi 54, 55 und so weiter drauf geschrieben hätte, bis 2017, aber haben wir leider nicht. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, das wird gleich noch ein bisschen knifflig, ist, Filme sind nämlich hier im Digipack drin, also wir haben auch eine sehr hochwertige Einzelfilmverpackung, aber wie ihr sehen könnt, die sitzen da wirklich bombenfest drin und den hier versucht irgendwie mal so einigermaßen schadfrei rauszuziehen, ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Deswegen ist das jetzt auch gerade ja, vor der Kamera noch ein größeres Gefriemel. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade, weil das kann ne, die guten Hardcover hier ja, durchaus beschädigen. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen trotzdem erstmal alle hier raus. Wenn man einen draußen hat, dann geht das ja so halb, ne? Aber jawohl. So, der Schuber an sich, sehr hochwertig. Ne? Wir fangen von heute bis früher an. Und zwar als allererstes hier mit dem Shin Godzilla. Und wir sehen könnt, ja, das original japanische Artwork. Der ja, der FSK-Aufkleber ist hier wiederum leider geklebt, das finde ich ein bisschen schade, aber hat halt wenigstens so die Möglichkeit, das Ding hier komplett zu entfernen. Ja, muss man schauen. Ansonsten hier kurz eine kleine Beschreibung und dann die Disc im passenden Design. Ansonsten ist hier auch diese, ja, dieses Digibuch relativ spartanisch gehalten, aber ich finde es halt sehr cool, dass wir hier in dieser Box durchgängig die japanischen Kinoplakate haben. Das macht die Sache doch... Ja, gerade finde ich für uns Sammler durchaus interessant. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel, ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen, dass man sich damit so eine Art, ja, wie so eine Bilderrahmen oder sowas mit den Covern nebeneinander bastelt. Das finde ich, müsste, glaube ich, ziemlich stark aussehen. Also wenn jetzt irgendwer darauf Bock hat, ne, kann er gerne machen. Godzilla Final Wars. Ah, okay, das war der Godzilla von der Front. Der Final Wars Godzilla. Ich weiß, ihr habt das schon mit dem Mittelfinger unten in die Kommentare reingeschrieben. Das ist doch von Final Wars. Ja, habt ihr recht gehabt. Ne? Und hier auch wieder... Das Design ist wirklich einheitlich durchgezogen. Einfach hier Gojira und dann die Disc mit einer kleinen Beschreibung und das war's. Ich hätte mir hier gerne vielleicht nochmal so ein bisschen Infos gewünscht, was denn auf dieser Scheibe so drauf ist. Ne? Mit Trailer oder was ist da Zubehör etc. Aber naja. Weiter geht's mit Tokyo SOS. Godzilla gegen Mechagodzilla. Ja, ich muss mal reinschauen, weil ich mein Japanisch ist dann doch nicht so gut. Um das hier zu lesen. Aber auch das sieht richtig stark aus. Ja. Wobei wir ja alles in der richtigen Reihenfolge wieder reinpacken können. Das Cover hier gefällt mir auch richtig gut. Die mit Mothra hinten drauf und King Ghidorah. Also da ist es schon ziemlich cool. Und ich muss sagen, ja auch cool, dass sie die Discs auch einheitlich gehalten haben. Jawohl. Weiter geht's. Und zwar gegen Megarius. Den kenne ich noch gar nicht, den habe ich noch gar nicht gesehen. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus. Den habe ich wiederum gesehen.
Und ich muss sagen, die Spezialeffekte sind, naja, gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein, aber das ist hier, naja. Dann was haben wir hier, gegen Destroyer, auch richtig cool. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch richtig geil hier, dieses Cover hier, das ist schon, das ist so ein, also können wir jetzt, also nachdem ich mir diese Box hier gekauft habe, bin ich echt durchaus am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch mal irgendwann mir mal so ein Poster besorge, vielleicht ein Originalfilmplakat, das wäre natürlich episch, aber ich glaube nicht bezahlbar. Und ja, das würde ich mir doch durchaus gerne mal an die Wand hängen, weil das finde ich, sieht ultra stark aus. Aber das ist noch nicht das Beste, also es geht ja noch weiter, ja, ne? Wenn hier noch gegen Space Godzilla, ach ja, Space Godzilla, mit diesen schönen Kristallen auf den Schultern, auch richtig starker Film, hat mir auch richtig gut gefallen, hier mit kleinen Godzilla und so, und ach, einfach herrlich. Also, ja, die Cover sind schon wirklich mega stark, diese japanischen Originalcover wie hier, ne, das hatte ich auch hier auf Instagram gepostet, ja, Godzilla gegen Mechagodzilla 2, der erste der Saga hier, beziehungsweise der, nicht der erste der Heisei Saga, sondern quasi der erste, der hier in dieser, ja, in der Box drin ist. So, und dann kommen wir auch schon zu den Klassikern. Ihr seht, das Design hat sich so ein wenig geändert über die Jahrzehnte, ne? Also hier 93 und hier 55. Also in der Zwischenzeit hat sich einiges getan, was die Cover angeht. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch diese alten Cover hier, zwar sehr viel Text drauf, ne? Vielleicht muss man den Leuten früher ein bisschen mehr erklären, aber auch das ist schon richtig cool. Und auch hier haben wir wieder ein einheitliches Design, was Disc und ja, Digipack anbelangt. Und hier den Original Godzilla, den allerersten Godzilla. Und damit finde ich, hat man so ein bisschen was Historisches hier in der Hand, das halt quasi erweitert wird durch den Godzilla kehrt zurück. Ne? Also haben wir da so ein bisschen so, wenn man sich so ein bisschen in die Historie eintauchen möchte, durchaus hier so ein schönes Starterpaket. Bild und Ton. Ich habe jetzt aus dieser Box bis jetzt zwei Filme gesehen. So unterschiedliche Ära. Einmal jetzt natürlich den Millennium von 2000 und einmal davor den Godzilla gegen Mechagodzilla 2. Und ja, was soll ich sagen? Die Bild- und Tonqualität ist natürlich ja nicht sonderlich berauschend, möchte ich mal sagen. Das Bild ist teilweise wie so ein Schleier drüber und der Ton ist auch zwar trotz DTS räumlicher Tonspur, ja, meistens nicht wirklich räumlich. Man hört ein bisschen was in den Real-Lautsprechern, aber irgendwie gefühlt ist das alles nicht so hundertprozentig abgemischt. Der Inhalt, komplett Banane und ja, meistens komplett unlogisch. Es passieren ganz viele unlogische Dinge, wo man sich denkt, warum passiert das jetzt, wieso passiert das jetzt? Ja. Was ist also mein Fazit zu dieser Box? Absolut großartig. Ich bin ein absoluter Fan und ich freue mich sehr über diese Box, dass ich diese wunderschöne Box hier noch erstehen konnte. Denn, wie ihr schon gesehen habt, die ist ja limitiert. Deswegen schaut auch gerne sofort unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich die euch, falls ihr die noch bekommt. Glück gehabt. Ansonsten seht zu, dass ihr sie bekommt. Die alte Box ist schon längst ausverkauft und ja, die Limitierung hat sich verringert. Die alte Box war, meine ich, 2000 Exemplare. Die jetzige, wie gesagt, nur 1500. Und ja, deswegen seht zu, besorgt sie euch. Also falls ihr mal noch, beziehungsweise falls ihr noch keinen Godzilla in der Sammlung habt, außer vielleicht neun, und mal so einen Überblick über so, ja, so eine ungefähre, ja, Filmografie von Godzilla haben wollt, dann empfehle ich euch diese Box, denn sie ist nicht nur optisch schön, sondern wir haben hier eine größere Auswahl an Filmen und zusätzlich ist sie auch noch preislich im Rahmen. Ne, wir haben zwar jetzt hier gut 80 Euro, aber wenn man bedenkt, die einzelnen Godzilla-Filme könnt ihr gerne mal im Vergleich irgendwo schauen bei eBay oder sowas oder eBay Kleinanzeigen. Da zahlt ihr pro Film mindestens 15 Euro. Ja, gebraucht natürlich. Und hier haben wir für 12 Filme 80 Euro. Könnt ihr euch ja runterrechnen. Ne? Ja, ansonsten auch die Artworks gefallen mir sehr gut. Und alles in allem würde ich sagen, diese Box hier ist durchaus zu empfehlen, wenn man denn auf Godzilla steht. Wenn man natürlich mit diesem Thema nichts anfangen kann, dann ist natürlich Godzilla auch diese Box natürlich auch die falsche Wahl. Denn man muss sich schon mit diesem Genre befassen und auch gerne haben, weil vom klassischen filmischen Anspruch her ergeben diese Filme meistens oft wenig Sinn und wie gesagt, qualitativ auch nicht immer die besten. Godzilla Millennium 2000 übrigens, diese grottenschlechte Computereffekte, die sehen teilweise bei
Windows 95 Spielen ungefähr genauso aus. Also von daher lieber die älteren, gefallen mir besser, weil da noch richtig schön alles handgemacht ist. Und ich stehe drauf. Vielleicht hat man das schon mitbekommen. Gut, lang genug geredet. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Haut mal gerne eure Meinung. Was sagt ihr? Alter Godzilla, neuer Godzilla? Was ist da lieber euer Favorite? Die Robbe oder dieses wunderbare Bestientier hier? Ja, überlegt's und schreibt's gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.